Mensch, liebe Leute, wir sind hier heute das erste Mal, wir einen Podcast machen wollen. Und zwar mit einer gewissen Thematik, Inklusion. Und dazu haben wir junge Leute eingeladen und da sind wir sehr froh drüber. Und ich stelle mich zunächst erst einmal vor und dann macht ihr das dann für euch. Also ich bin Alex Elbracht, 53 Jahre alt, davon 44 Jahre durch eine Querschnittslähmung im Rollstuhl. Also ist ja ein Podcast zum Hören, mich sieht ja keiner. Insofern kommt das dann raus und engagiere mich hier in der Stadt und aber auch in der Gemeinde, zum Beispiel für das Thema Inklusion. Ja, ich bin Sebastian, 36 Jahre alt, komme aus Herford, beziehungsweise 1994 zugezogen, sitze mein Leben lang im Rollstuhl und habe hier den zweiten Vorsitz des Behindertenbeirats der Stadt Herford. Und ich freue mich heute so über die erste Runde. Wir haben auch zwei weitere Teilnehmer, die sich gleich noch vorstellen werden, aber könnt ihr euch eigentlich jetzt. Genau, ich bin Sönke Plappert, ich bin 13 Jahre alt und komme auch aus Herford. Ich bin auch in der Gemeinde aktiv und war da auch, habe dann Kontakt das erste Mal mit euch gehabt. Genau. Ja, ich bin Anna Krause, ich bin 16 Jahre alt und wohne auch in Herford und ich habe auch durch die Gemeinde Kontakt zu euch das erste Mal gehabt. Okay, ihr beide erwähnt, ihr habt Kontakt zu uns gehabt. Wie kam so der Kontakt oder was gab es für eine Veranstaltung? Genau, also bei unserer Konfi gab es einen Blogtag, der, da ging es um Leute im Rollstuhl, also der Rollstuhltag hieß der. Und da hatten wir die Möglichkeit, mit Rollstühlen durch Herford zu fahren und dann verschiedene Aufgaben dort zu erledigen und eben auch die Möglichkeit, mit euch Zweien am Ende auch noch zu reden und im Vorhinein natürlich auch. Genau. Okay. Was waren das so für Erfahrungen von euch so? Ihr habt euch in den Rollstuhl gesetzt und seid dann so durch die Stadt gedüst? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau. Also wir haben halt so verschiedene Aufgaben bekommen, so wie zum Beispiel irgendwie in Läden zu gehen, um zu gucken, wie barrierefrei das da ist. Und da konnten wir dann irgendwie Erfahrungen sammeln, wie das sich so anfühlt. Genau, also wir konnten zum Beispiel noch... Ich sollte im Kino irgendwie gucken, in welche Seele ich da reinkomme. Oder ich musste einen Apfel kaufen, glaube ich, auf dem Markt. Genau, ganz verschiedene Aufgaben. Ja, genau. Ich begleite ja diesen sogenannten Rollitag auch schon eine ganze Zeit lang und kann das wirklich lobend erwähnen. Es ist ja immer sehr ernsthaft auch von den Beteiligten durchgeführt worden. Insofern sind wir sehr froh, dass ihr jungen Leute heute mal da seid, weil es gibt ja auch für die Menschen da draußen in Herford, unsere Herforderinnen und Herforder, auch vielleicht die ein oder andere Idee oder beziehungsweise die ein oder andere Frage, die ein Mensch hätte, wie könnte man denn Herford auch mal anders gestalten? Zum Beispiel barrierefreier oder es gibt ja auch noch andere Formen von Behinderungen, Sehbehinderungen, Gehörlose. Das ist alles so Thema, über das wir uns unterhalten wollen, beziehungsweise das wir hier im Podcast vielleicht mal so ein bisschen ansprechen wollen. Gab es denn besondere Situationen für euch, wo ihr sagtet, so die Perspektive als Fußgänger, beziehungsweise dann als Rollstuhlfahrer auf Zeit, gab es da andere oder gab es Barrieren, wo ihr sagtet, die waren euch extrem aufgefallen? Also ich denke, besonders aufgefallen sind halt die Blicke von verschiedenen Leuten. Also ich glaube, das war nochmal besonders als junge Person, weil ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben eine junge Person im Rollstuhl gesehen, also in meinem Alter jetzt direkt. Ich denke, das ist auch in Herford doch noch eher eine Neuigkeit, aber dann auch als an sich Person im Rollstuhl hat man halt verschiedene Blicke geregt, aber auch also die Reaktion von Verkäufern oder Verkäuferinnen, weiß ich nicht, ob das jetzt Zufall war, aber ob man dann, weiß ich nicht, einen Apfel gratis gekriegt hat oder nicht oder sowas, war immer ganz spannend oder auch Barrieren wie, das war ja auch als Erfahrung, dass ich das als erstes Mal gemacht habe, im Rollstuhl gesessen habe, so physikalische Barrieren, wie zum Beispiel jetzt ein Bürgersteig, wo man jetzt vielleicht auch nicht hochkommt, aber das ist ja alles mit der Übung, deswegen, genau. Ja, also wir waren immer so ein Zweierteams unterwegs, dass wir zu zweit halt
irgendwie irgendwo lang gegangen sind. Und da habe ich das auch schon gemerkt, dass ich manche Sachen nicht alleine hingekriegt habe, wie halt gesagt, zum Beispiel irgendwie auf den Bürgersteig zu kommen. Oder auch die Blicke fand ich auch interessant, so, weil die Leute haben geguckt und dann auch den Weg freigemacht, aber zum Teil waren die auch so, ja, haben halt so ein bisschen einfach geguckt, was ich sehr unangenehm fand, weil ich das ja nicht gewohnt bin. Ja gut, Sebastian, das kennen wir ja aus unserer Richtig. Jahrzehntelangen Erfahrung. Das ist halt, ja, wie soll ich mal sagen, jeder Mensch hat so seine Hemmungen, sage ich jetzt mal. Ne? Nicht jeder kommt mit diesem Thema Behinderung so klar wie ein anderer. Ne? Es gibt Leute, die sind sehr zurückhaltend, vorsichtig, und dann gibt es andere Leute, die packen gleich zu und wollen einem gleich helfen. Ja? Schubsen nicht fast aus dem Rollstuhl dabei. Kann passieren. Ja, also was du eben sagtest mit dem geschenkten Apfel, also in den zurückliegenden Jahren, du hast sicherlich vorgekommen, dass das ein oder andere Schokoladenbrötchen oder das Stückchen Wurst, was Kinder eigentlich beim Schlachter kriegen, auch bei unseren Teilnehmern angekommen ist, ja. Und der Härtefall war, wo du die physikalischen Barrieren ansprichst, also die baulichen Barrieren ansprichst, an der Münsterkirche, ich erinnere mich sehr gut, ein Teilnehmer kam da nicht hoch und ist hinten rüber gekippt mit dem Rollstuhl. Und er hat das so ernst genommen, dass er gesagt hat, ich kann ja meine Beine nicht bewegen, ich bleibe da so lange jetzt liegen, bis mir einer hilft. Und das hat er durchgezogen. Also Hut ab, der war auch derjenige, der das Schokobrötchen bekommen hat. ja, die Blicke sind so wirklich das Prägnanteste, was auch wir. Der Rollstuhl ist eigentlich gar nicht das Problem. Der Rollstuhl ist ein Gegenstand, als ob ihr, wenn ihr jetzt Rollerblade fahren wollt, das ist eine Sache der Übung. Das muss man einfach so sagen. Kommt sicherlich darauf an, wie hoch die Lähmung ist, aber die Rollstühle sind ja über die Jahre nicht schlechter geworden, eigentlich eher noch besser. Definitiv. Und wir können da schon mit umgehen. Ne? Aber das Thema so, wie kommt Behinderung in der Gesellschaft, also diese Blicke, fühle ich mich da geborgen in so einer Gesellschaft oder macht es mir eher, also bin ich davon abgestoßen, sag ich jetzt mal. Das macht ja, aber ja was ist mit doch schon, einem, das oder? Ist doch schon, denke ich, was man auch feststellt, dieser Generationswechsel. So die ältere Generation, die nimmt Menschen mit Handicap oder generell den Rollstuhl noch stärker wahr als jetzt die heutige Generation oder gerade ihr in eurer Generation. Ich meine, wir sind ja auch schon eine Generation auseinander oder zwei. Ihr nehmt ja den Rollstuhl oder Menschen mit Handicap, denke ich mal, komplett anders wahr, als das vor 20 Jahren noch der Fall war. Also diesen Unterschied in der Gesellschaft merke ich für mich zum Beispiel ganz deutlich, dass der Rollstuhl ganz früher mehr ein Thema war, als er heute wirklich ist. Natürlich, man hat teilweise diese physischen Barrieren, wie irgendwie Bordsteinkanten, oder man hat es auch mal, dass man quasi übersehen wird. Man steht irgendwie in der Menschentraube und die Menschen gucken halt nur auf einer Augenebene und gucken nicht direkt nach unten und ja, sehen erstmal gar nicht, dass eine im Weg steht. Genau, bei Konzerten, ne? Ja. Hast du die Po-Ebene und die anderen, die können die Musiker sich angucken, ne? Das ist so diese Geschichte, ja, das sind so die Sachen, ja, vor denen wir dann teilweise, die uns ärgern, sagen wir mal, schlicht und ergreifend. Wie ging das euch mit der Perspektive so? Ist euch das auch aufgefallen, dass ihr dann plötzlich quasi tiefer wart im Gegensatz zu anderen Leuten? Wie ging es euch damit? Also es ist auf jeden Fall aufgefallen. Also alles, was ja hier rundum ist, ist ja auf die Höhe eigentlich angepasst, auf die der Durchschnittsmensch so, wenn ich zum Beispiel bei der Bäckerei diese Theke da oben, kam man jetzt mit dem Rollstuhl echt sehr schlecht dran. Dann muss man sich so strecken, damit man überhaupt noch die Brötchentüte kriegt oder so, weil das alles so angepasst ist auf die Durchschnittsnorm von Menschen. Aber sonst... Ja, ist quasi auf die Läufer. Genau, ja. Aber sonst an sich fand ich es jetzt nicht so der krasseste Perspektivenwechsel. Aber halt nur diese Dinge, die halt an die laufenden Menschen angepasst wurden, sind halt aufgefallen. Wie war so deine Erfahrung dabei? Ja, es ist eigentlich ähnlich wie bei Sönke. Ich habe das auch gemerkt, dass man einfach dann kleiner ist und vieles einfach auch anders wahrnimmt, weil... man einfach nicht so auf der Höhe ist wie die anderen und dann einfach einen anderen Sichtfokus. Ja, die Augenhöhe, ne, spielt ja immer eine wichtige Rolle, wenn man sich auch unterhält. Ne? Ja. Es gibt ja viele Menschen, also ich kenne das, wenn du Menschen kennenlernst, dann knien die sich runter. Ne? Und du merkst dann ungefähr so nach 10 Minuten, der bricht gleich zusammen. Ne? Ja, weil,
Das ist natürlich auch anstrengend, ne? Für einen Menschen, der jetzt, ich sag mal, so lange in der Hocke ist. Ne? Also er bietet sich ja immer so ein Tisch an oder so ein Stuhl, der ist ganz klar. Ne? Aber wir haben es ja sogar in Herford geschafft mit unserem Rolli-Tag, dass zum Beispiel hier diese Pommesbude Fritz hilft mir, die haben ja so eine zweigeteilte Theke, meine ich, wo auch, ich sag mal, oder eine absenkbare Theke, wo man als Rollstuhlfahrer dann auch gut bedient werden kann. Ne? Hybrid kann man das auch nennen. Ne? Richtig, im Neudeutsch. Ne? Genau, Hybrid. Eine Hybrid-Theke. Habt ihr denn, jetzt wo wir euch beide hier als Gast quasi haben, habt ihr denn noch so andere Berührungspunkte mit Menschen mit Handicap gehabt bisher in eurem Leben? Oder spielte das bei euch in Anführungsstrichen so keine Rolle bisher? Ja, also mein kleiner Bruder hat das Down-Syndrom und deswegen habe ich da halt auch Erfahrung mit, weil es da schon Punkte gibt, die einfach anders sind als so bei anderen Menschen, weil er kann eigentlich so alles, aber es dauert halt immer länger und das merkt man dann auch und ja. Dabei sprichst du was ganz Wichtiges an, was ich aus meiner Kindheit kenne, als ich also mit 9 Jahren in den Rollstuhl kam, das war immer das, naja, also meine Freunde, die ich da noch hatte, also alle, wie hast du gesagt, Läufer, ja, da ging das Leben schneller, da muss alles zackiger gehen, das geht doch alles irgendwie so. Und das war etwas, was ich quasi immer vermisst habe, so ein bisschen runter, so ein bisschen langsamer, ne? Dem anderen die Zeit geben. Ne? Also sich ein bisschen darauf einzustellen, dieses Tempo da anzunehmen und auch dem nicht das Gefühl zu geben, wenn man zu, jetzt zackig, also wenn du unter Druck gerätst, passieren ja mehr Fehler, das kennt man ja von einem selber, als wenn du jetzt mal eine gewisse Zeit hast, dich darauf einzulassen. Ne? Also ganz klar auch ein Punkt. Aber eine Frage dazu, auch das Thema Down-Syndrom, ich kenne das aus den 70er, 80er Jahren, da war das ja eher noch so ein verstecktes Thema. Ne? Und über die letzten Jahre muss man dann schon deutlich sagen, dass das doch schon eher in die Öffentlichkeit kommt. Und ich, so hoffe ich, auch, ich sag mal, auch der Umgang mit Menschen mit dieser Art von Behinderung einigermaßen normalen Umgang bringt in der Gesellschaft. Dafür setzen wir uns ja im Allgemeinen ein, dass das eben in der Gesellschaft so ankommt, wir wollen nicht die Leidenden sein, sondern wir wollen als gleichberechtigt angesehen werden. Und ja, und da haben wir uns halt unsere Hürden, ob es im Kino ist oder auf Konzerten ist, und da machen wir uns ran, um das besser hinzukriegen. Und dann gebe ich jetzt mal ein Stichwort, dann kommt die Digitalisierung auch noch so ein bisschen ins Spiel. Und mich würde interessieren, ihr seid ja, wie nennt man euch, Digital Natives, ne? Ihr seid ja mit dem Smartphone groß geworden. Welche Ideen habt ihr Ideen, wie man gewisse Dinge vielleicht auch über das Digitale besser machen kann? Also ich denke, das ist einfach, also Aufklärung über digitale Medien, das ist halt einfacher, denke ich jetzt, als wenn man direkt irgendwann in welche Schulen gehen muss oder so, kann man halt viel mehr und viel schneller Leute erreichen durch digitale Medien. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf sozialen Medien irgendwelche Aufklärungsvideos oder zum Beispiel diesen Podcast veröffentlicht, kann das natürlich auch viel mehr Leute erreichen und auch besonders junge Menschen. Also Aufklärungsarbeit ist, denke ich, durch digitale Medien viel einfacher. Mhm. Ja. Ja, und ich habe das jetzt auch mitbekommen, dass es halt so die Funktion am Handy gibt, dass man sich einen Text vorlesen kann, wenn man irgendwie blind ist oder so, dass das halt irgendwie auch eine Möglichkeit ist, dass man eingeschlossen wird in die Gesellschaft und auch einfach so mitbekommt, was so passiert. Ja, dieses Voice, wie heißt das? Voice-Tool, Vorlesetool. Ja, genau. Genau, gibt es ja auch manche Internetseiten, habe ich jetzt auch gesehen. Ja, also da gebe ich euch beiden recht, da ist viel in Bewegung auf diesem Gebiet. Wir sind da ja auch sehr engagiert, hier auch in der Stadt und auch, darf ich auch sagen, im Kreis, gerade die digitalen Möglichkeiten auszuschöpfen. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Gehörlose sind, da ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, dass man quasi so eine Synchronübersetzung in Gebärdensprache hat. Also mit Zuhilfenahme des Smartphones natürlich. Oder den ÖPNV so zu gestalten, dass ich nicht so Hürden nehmen muss wie ein Ticket ziehen am Schalter, sondern Check-in, Be-out. Also ich suche mir auf meinem Smartphone per Sprachansage oder
wenn ich blind bin oder durch Eintippen, wo ich hin will, dann drücke ich auf Navigation, dann werde ich schrittgenau geleitet und komme dann zum nächsten Bus oder zum nächsten Taxistand oder Bahnhof und dann gibt es in den Bahnhöfen eine sogenannte Indoor-Navigation, dann werde ich quasi von der Straße durch das Gebäude an Ort und Stelle geleitet und alle solche Dinge sind ja kein Hexenwerk mehr, also das steht ja alles an und da gebe ich euch beiden zu 100% recht, gerade das auch verbreitern über die sozialen Medien, also zum Beispiel der Umgang mit Menschen mit Down-Syndrom, ist das was Anstrengendes oder kann das auch was Entspanntes sein? Oder das Leben eines Rollstuhlfahrers, gibt ja so verrückte Typen, in eurem Alter hätte ich jetzt fast gesagt, der fährt mit seinem Rollstuhl durch eine Halfpipe, wäre jetzt nichts für mich, aber da merke ich schon gerade an der jungen Generation und auch die Community, in der er sich da bewegt, dass da ein großer Zusammenhalt ist. Da schöpft man ja wirklich auch Hoffnung, dass der Weg ein anderer wird. Gab es denn bei euch so Punkte, die euch auch vorher so aufgefallen sind, wo ihr so eigentlich quasi nie drüber nachgedacht habt? Also Punkte, die schwierig für Menschen mit Behinderung sind? Genau, oder auch mal für euch schwierig waren, wo ihr gesagt habt, so, keine Ahnung, vielleicht gab es mal irgendwo, ihr habt euch den Fuß verknackst oder musstet mal auf Rücken laufen oder so, gab es mal die Erfahrung oder ähnlich? Also ich glaube, ein Bein gebrochen hat man schon immer mal, aber... Das heißt, mir fällt jetzt nicht direkt eine Situation ein, wo mir was aufgefallen ist. Also wenn ich mir mal irgendwie einen Arm gebrochen habe oder so, dann waren halt irgendwie immer alle in der Klasse so, darf ich darauf unterschreiben, auf dem Gips? Also da war irgendwie immer so, man war, also da wurde nicht so gesagt, so ja, ist halt so, sondern die waren irgendwie schon irgendwie interessiert daran. Positiv. Ja. Was Positives war. Ja, das finde ich ja sowieso eine super Wesenszug, wenn man aus diesem Käse was Positives macht. Denn was wir ja nun, Sebastian, nun wirklich nicht sagen wollen, sind die Jammerlappen, die mit Tränen in den Augen von der Stufe stehen, sondern ja, irgendwie wollen wir das ja als selbstverständlich irgendwie schaffen. Ne? Das ist ja, entweder, dass da keine Stufe ist oder dass da halt, ne, irgendwo an der Seite eine Rampe ist oder auch mal die Leute fragen, bevor sie am Rollstuhl anfassen, so, wie kann ich denen jetzt helfen, die Stufe hochzukriegen. Ne? Das ist aber auch eine kulturelle Sache. Ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht, wenn ihr mal im Ausland wart, also kann man für England sagen zum Beispiel. Also England ist alt und hat viele alte Pflastersteine. Aber eins kann man den Engländern nun wirklich nicht absprechen, die sind extrem aufmerksam. Ne? Also wenn du da vor so einem Laden stehst, dann ist aber, das dauert keine 3 Sekunden, dann steht da jemand und fragt dich, ob er dir helfen kann. Das ist definitiv so. Auch in Ländern wie Spanien, Italien ist aber Inklusion, das Thema Behinderung, fängt ja erstmal im Kopf an. Ne? Für jeden Menschen. Also wie nehme ich dieses Thema auf? Das ist ja ganz wichtig. Und da sind diese Länder wesentlich weiter. Ich hatte mich letztes Mal mit einem jungen Spanier unterhalten, der Gott sei Dank Deutsch sprach. und ich sage, wie seht ihr das? Ich habe das Gefühl, in Spanien irgendwie wird das alles ein bisschen lockerer gesehen. Er sagt, ja, das ist der Begriff der Familie. Ne? Achte mal genau drauf, in Spanien auch Alter und Jung, also alt und jung, sind ganz anders in Gespräch oder in, wie heißt das, in Austausch. Kommunikation, Austausch. Im Austausch, ja, das war's. im Austausch. Und es wird viel selbstverständlich, sind die Älteren genauso da drin wie die Jüngeren. Das ist irgendwie so ein ganz anderes Feeling, sagt er. Ne? Und da ging mir auch so ein Licht auf. Ich sage, ja, das muss auch so ein bisschen eine kulturelle Geschichte sein. Ne? Also die sind ja meistens bei schönem Wetter auch draußen und man trifft sich im Café oder Bodega oder wie heißt das da, diese Lokale. Und ja, man genießt das Leben und da ist irgendwie jeder mit drin. Also das kann ich nur bestätigen, dass man da ganz anders angesehen wird. Also so Blicke, ich weiß nicht, ist es euch auch passiert, dass ihr da im Rollstuhl seid und ihr hattet vielleicht jemanden, der euch geschoben hat und dann kommen Leute und man will eigentlich was von dir wissen, der du im Rollstuhl sitzt, aber angesprochen wird derjenige, der dich geschoben hat. Also der Blick geht über dich hinweg zu dem, der vermeintlich nicht behindert ist. Du schmunzelst, hast du die Erfahrung gemacht, oder? Also nicht direkt, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau wo, aber ich habe sowas schon mal gesehen. Also wahrscheinlich auch
online. Ja, ich habe es definitiv erlebt. Und meine Frau muss dann immer sagen, der spricht schon selber, der kann das. Ne? Ja. Ne? Das sind so, ja, ich sag mal, ich glaube schon, dass unsere Generation sich schon zum Positiven ändert, weil ich kann das von jungen Leuten noch nie so wahrgenommen. Ne? Ja, das ist definitiv so. Also, das ist ja das, was ich vorhin auch sagte, so dieser Generationsunterschied. Also die jüngere Generation spricht mit mir als Rollstuhlfahrer, guckt mich auch dabei an. Und ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber so die ältere Generation, die guckt dann immer den an, der neben mir steht oder der hinter mir steht, obwohl der zeitweise oder auch teilweise überhaupt gar nichts mit mir zu tun hat. Ne? Das war früher, ja, definitiv. Früher so. War das so, dass die Eltern, wenn die Kinder so an den Rollstuhl rankamen, und das Schönste ist ja immer die Bremse zu bedienen am Rollstuhl, ne? Dass es ja auch Eltern gab früher, die sagen, geh da mal weg, ne? Da sagen wir vorsichtig, ne? Und dann gab es. Könnt ihr anstecken sein, so nach dem Motto? Ne? Wir können Piek anstecken. Oder es gibt halt so jüngere Eltern, die sagen, stört das? Ne? So, nö, was machen, ne? Ich bin auch schon mal durch die Stadt geschoben worden von ne? Unfreiwillig. So mit der Ansage der Ärzte, bringt mir aber wieder. Ne? Ja, also das finde ich ja, das ist ja so positive Sache. Ne? Also Kinder gehen sicherlich auch wesentlich unvorbehalten an die Sache. Habt ihr denn so ein Fazit für euch, so aus dem Rollstuhltag, ich meine, das war jetzt euer Schwerpunktthema, auch mal gezogen oder auch mal ziehen können? Also ich habe jetzt nicht direkt ein Fazit gezogen, aber ich denke, es war einfach eine gute Erfahrung, das gemacht zu haben. Ich fand auch das Abschlussgespräch relativ aufschlussreich, wenn es war so eine Art Fazitrunde, so, das war ja so eine Fragerunde, was eigentlich alles so abgeschlossen hat, was man so an dem Tag vielleicht auch mitgenommen hat. Aber es ist eine Überlegung wert, das nochmal zu machen, zu reflektieren, was das jetzt für mich geändert hat und vielleicht auch, was man machen sollte noch, also was ich daraus gelernt habe sozusagen. War euch so eine Frage in dieser Fragerunde so zum Abschluss des Tages, war euch da eine Frage so ja, im Gedächtnis geblieben oder war das so allgemein für euch, dass ihr einfach nochmal gucken konntet, wie war das oder was hat uns bewegt so quasi? Oder gab es so eine prägnante Frage? Also ich fand nicht, dass es so eine prägnante Frage gibt, sondern einfach, dass man nochmal so als Gruppe darüber gesprochen hat, wie das für die anderen so war, dass man auch mal so mitkriegt, wie das für die anderen war und nicht so nur, wie das für einen selber war. Ja. Ja, das kommt in diesen Runden immer ganz deutlich raus, dass so die Empfindung und das Erlebte sich immer deckt eigentlich so mit den anderen Teilnehmern. Ne? Das ist irgendwie, wenn das hinterher dann lockerer wurden, weil ihr seid ja dann auch, ich sag mal, voll mit Ideen bzw. mit Gefühlen und mit dem Erlebten, aber so nach diesem Nachgespräch kommen dann halt auch mal so Fragen wie fährst du eigentlich Auto oder wie geht es eigentlich mit dem Fliegen, ne? Fliegst du auch im Urlaub oder so diese Detailfragen. Ja, die Detailfragen, die du als selbstverständlich erlebst, ja, aber ich würde mich mal interessieren, wie geht das eigentlich mit dem Flieger, ne? Dass man quasi als erstes aufgerufen wird, als erstes, wenn es gut läuft, den Flieger kommt, wenn es gut läuft und als letztes rauskommst. Ne? Also, aber das geht eigentlich reibungslos, ne? Das muss man schon sagen. Na gut, da hast du vielleicht andere Erfahrungen als ich. Definitiv. Ne? Ich kenne alles, was damit. Mit zerstörtem Rollstuhl, alles dabei. Ja, okay. Der ist zum Glück im Heine geblieben. Palma de Mallorca, ich weiß es mir heute. Ich habe mich da schon in einer Kartoffelkiste nach Hause rollen sehen. Und ja, der Rollstuhl ist definitiv in Paderborn im Scanner stecken geblieben. Das war auch mal eine coole Sache. Weil die meinten, ich hätte irgendwie Sprengstoff in meinen Rollstuhlrohren irgendwie. Ich habe denen noch gesagt, lasst es sein, packen da nicht rein, aber nein, boah, Sirenen ging an. Und wo muss ich mich reinsetzen in einen wirklich Seniorenrollstuhl überdimensionierten Ausmaßes? Und ich wollte in Urlaub, ne? Leute. Ja, da wird das Handicap noch zu einem ganz anderen Handicap, wenn dann plötzlich der fahrbare Untersatz oder bei uns ja quasi die Beine fehlen. Ne? Ja. Dann haben wir aber plötzlich ein Problem, wo ihr zu der Krücke greifen könnt, wenn bei euch Bein gebrochen habt, Fuß oder ähnliches. Ja, fehlt uns an der Rolli und dann haben wir ein Problem, ne? Ja. Aber ist alles schon passiert. So mitten in der Stadt liegen geblieben, passiert dann auch mal. Ja. Ja. Ne? Wie ist denn euer Eindruck so im Allgemeinen, wenn ihr mal so ein bisschen Revue passieren lasst? Wie barrierefrei empfindet ihr eigentlich Herford?
Also, jetzt reden wir von der baulichen Barrierefreiheit. Ja, ja. Ihr könnt ja auch eure Erfahrungen von dem Polytag berichten oder Erfahrungen, die ihr so schon gemacht habt. Das ist ja. Also von der Innenstadt jetzt, bleiben wir mal im Rahmen, glaube ich, straßentechnisch mit dem Wall ist es eigentlich ganz gut geworden. Also das ist jetzt kein Kopfsteinpflaster, das glaube ich, stelle ich mir noch schwerer vor, da drauf zu fahren. Das Rathaus weiß ich auch, dass da einige Möglichkeiten gibt mit dem Rollstuhl. Aber in so einzelnen kleinen Geschäften kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht ganz genau, aber dass es da oft keinen Fahrstuhl gibt, aber in größeren Geschäften, so Meiersche oder so, da gibt es auf jeden Fall Fahrstühle. Aber ja. Ja, also von der Kirche bis zur Innenstadt war das eigentlich gar kein Problem. Aber in der Innenstadt selber war es dann auch, es war ja, glaube ich, ein Samstag und da war es halt dann auch schon voller und dann war es erstmal schwierig, so überhaupt da durchzukommen. Und ich finde, vieles ist, glaube ich, schon barrierefrei, aber es gibt halt doch so, ja, wie Sönke gemeinte, in einigen Läden so. Oder auch die ganzen Schulen. Also die Schulen sind bei uns auch nicht barrierefrei. Ja, das stimmt. Ja gut, da seid ihr mehr dran als wir. Gibt es ein Gymnasium in Erfurt und da haben wir drei von meines Wissens. Ja. Eins davon, was überhaupt barrierefrei ist. Warte, wie ist es auf eurer Schule? Ihr müsst ja jetzt den Namen nicht nennen. Wir wollen ja niemanden an den Hänger stellen. Ich glaube, das gibt es nicht. Nee, also es gibt nur so einen Fahrstuhl. Ja. Aber der... Krass. Ja, der, das... Nee. Meine andere Frage, und zwar so das Thema Sport. Ihr seid ja wahrscheinlich irgendwie sportlich aktiv oder in irgendeinem Verein oder... Spielt ihr irgendwas? Macht ihr Sport? Ja, wir haben, also nicht direkt, aber wir waren im selben Tennisverein. Also ich Tennis, auch, okay. Ja. Ja, Tennis, gutes Stichwort. Wie würdet ihr das empfinden, wenn jetzt jemand käme, wie ich jetzt zum Beispiel Rollstuhlfahrer und sage, ich habe voll Bock auf Rollstuhltennis. Wie würdet ihr dem gegenüberstehen? Also ich fände es erstmal cool, so dass die Person das machen möchte. Und ich kann mir auch vorstellen, mit der zusammenzuspielen, weil ich das auch interessant finde, wie die das so machen, weil ich glaube, das ist ganz schön anstrengend, weil man muss ja gleichzeitig den Rolli bedienen und am Schläger sein. Und das ist die einzige Erleichterung, die man hat, der Ball darf zweimal auf dem. Richtig. Das war's. Ja, ist so. Ja, wusstet ihr sogar, dass wir hier im Kreis Herford eine Blindentennis-Weltmeisterin haben? Nee. Ja. Und die wollen jetzt auch anfangen, Rollstuhltennis nach vorne zu bringen. Ja. Kann die den Verein jetzt nicht sagen, aber ich reiche ihnen nach. da interessiere ich mich sehr für auch Tischtennis oder Schneiden so. Schneiden wir gleich rein, ne? Du sagst dann einfach. Ich finde, Sport ist schon so eine verbindende Sache. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch so ein Handbike, E-Bike. Ich finde nur, Herford ist gruselig zum Fahrradfahren. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, wenn ich mit dem Fahrrad durch Herford fahre. Geht euch das... Ja, also... Also ich finde es überhaupt nicht entspannt, mit dem Fahrrad durch Herford zu fahren. Machen wir es mal so. Also ich habe auch immer Angst, wenn ich so von einer Unterführung oder so komme, dass mir da einfach jemand entgegenkommt, weil die fahren auch zum Teil eigentlich sehr schnell. Und da bin ich immer schon sehr vorsichtig. Das ist schon schwierig. Schwierig, ne? Könnte man auch was tun, ne? Ja, aber der Bereich Sport ist halt auch ein wichtiger Bereich, was ich jetzt gehört habe, da soll kommen. Mir ist das zu Ohren geraten. Wir kriegen ja hier einen Bikepark und der soll auch inklusiv ausgebaut sein, also dass auch Menschen mit Rollstuhl oder anderen Behinderungen eben auch da sein, Spaß haben können. Und das finde ich natürlich klasse. Dass Leute sich halt begegnen und wie du schon sagtest, das ist schon mal eine coole Sache, überhaupt das zu sehen. Und je mehr das kommt, ja, je mehr dieses Sehen, in die Gesellschaft getragen wird, umso normaler wird das ja. Geben dann auch eure Vorschläge mit, ihr seid da besser drin, Instagram habe ich gehört, kann man viel machen. TikTok sagt mir gar nichts, muss aber auch was Tolles sein. Aber ihr seid ja, man kann ja extrem viele Menschen erreichen. Und das ist ja auch alles sehr interessant. Man muss das würzen, glaube ich, Sebastian. Ne? Ich glaube, das hier ist auch so ein recht guter Anfang, der uns jetzt gerade so gelungen ist, dass wir einfach so mal quer über verschiedene Themen einfach mal gesprochen haben, beziehungsweise ihr eure Erfahrungen ausgetauscht habt. Jetzt speziell über den Rollstuhltag oder bei dir mit deinem Bruder ist natürlich schon mal ein ganz anderer Bereich in dem Sinne gewesen.
Habt ihr denn noch sowas, wo ihr sagen würdet, so, da könnte man nochmal dran arbeiten oder das ist nochmal so eure Erfahrung, wo ihr sagt, das quasi so als Abschlusswort, ich meine, das ist ja unser erster Podcast erstmal. Wir können ja einen zweiten noch machen, ne? Richtig. Ja, und natürlich auch, ne, entweder mit euch oder mit anderen Gästen, da sind wir ja völlig frei. Ja, ich würde manchmal einfach so ein bisschen mehr so Verständnis von Leuten wünschen, weil, also wenn ich mit meinem kleinen Bruder unterwegs bin, bekomme ich manchmal schon Blicke, oder mein kleiner Bruder. Und auch zum Beispiel meine Mutter ist letztens mit ihm erste Klasse gefahren und da wurden die direkt gefragt, so, ja, wollt ihr wirklich in die erste Klasse? So, weil die halt meinen kleinen Bruder gesehen haben, da war ich halt schon so, das hat mich irgendwie traurig gemacht, weil er ist auch einfach nur ein ganz normaler Mensch. Genau. Und da würde ich mir einfach gerne mehr Verständnis wünschen. Um da hinzukommen, müssen wir noch einen zweiten Podcast machen, glaube ich. Ja, ich glaube, das hier können wir definitiv fortsetzen. Hast du noch irgendwas, was du so sagst? Also als Person ohne viel Erfahrung in dem Bereich würde ich sagen, dass einfach Offenheit einer der wichtigsten Punkte ist, dass man offen für dieses Thema ist und einfach offen mit Leuten darüber redet, aber auch eben die Möglichkeiten dazu hat. Also ich als Person zum Beispiel habe jetzt wenige Berührungspunkte einfach mit so welchen Leuten, mit denen man einfach auch in Kontakt kommen kann oder könnte. Auch wenn ich es bereit wäre, hat man halt wenige Möglichkeiten dazu. Und dafür ist ja so ein Raum wie hier oder auch noch andere Möglichkeiten, die man ausbauen könnte, halt gut. Aber dafür braucht man halt auch einfach Offenheit von allen Parteien, die das möglich machen könnten und eben auch die dann diese Möglichkeiten nutzen können. Ja, ich glaube, das fasst diese Problematik sehr gut zusammen. Und ich glaube, ja, das war unser erster Podcast in dem Sinne. Ich denke, das ist ganz gut geworden. Ja. Darf man, glaube ich, so sagen, wie wir hier so alle am Tisch sitzen. Ja, und ja, ich würde mich über eine Fortsetzung freuen und hoffe auch euch als Zuhörer, dass ihr daraus was mitnehmen konntet. Genau, ich darf mich auch bedanken. Was du zum Schluss gesagt hast, ist eigentlich zielt genau auf eine große Problematik, die auch anschließt zu dem, was Anna gesagt hat. Es sind immer Begegnungen und das muss immer von einem Menschen mit Nichtbehinderung wie genauso wie von einem Menschen mit Behinderung kommen, um Kommunikation zu haben. Dafür müssen sie auch da sein, dafür müssen sie auch in Kommunikation treten können. Und wenn wir dahin kommen, dann ist schon eine ganze Menge erreicht. Also sage ich auch, zum Schluss, ein zweiter Podcast ist dringend nötig. Genau, vielen Dank an euch beiden, ja. Vielen Dank auch an dich, Alex. Vielen Dank an dich, Sebastian, vielen Dank an Anna, vielen Dank an Sönke. Na? Vielen Dank an die Technik, genau. Felix. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal wieder zu diesem Thema. Ich fand das klasse. Vielen Dank euch. Dankeschön.